Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Silent Hill. Maria hatte einen Kater, hat sich hingelegt und wir legen uns nicht dazu, nein, weil wir sind so hetero. Wir gehen nach draußen und verprügeln Krankenschwestern. Oh, komm her, Bitch. Also viel Zeit habe ich nicht. Kontrolliere lieber andere Türen noch weiter. Und du bist mir gerade ein bisschen zu langsam unterwegs, Alter. Ah, oh mein Gott. Naja. Oh, oh. Oh mein Gott, was ein Duell. Alles klar, fluppt ja gut. So, zu. Oh, kommt da noch einer? Auch zu. Auch zu. Ist hier mit? Offen. Schön. Oh mein Gott, hier wurde... Oh mein Gott. Ich stand genau in Hulks Pisse. Was haben wir hier? Da steckt etwas im Abflussrohr fest. Das Loch ist zu klein. Ich komme mit meiner Hand nicht dran. Wenn ich vielleicht irgendein langes, schmales Werkzeug hätte. Da muss ich doch jetzt erstmal in meinem Inventar gucken, ob wir sowas besitzen. Ich hatte doch irgendwas gehabt, was ich mitgenommen habe. So ein Ding hier, so eine verbogene Nadel. Und es funktioniert. Sie ist nicht lang genug. Oh, du Arschloch. Warum ist die nicht lange genug? Dann kombiniere die mit... Ach, super. Ich kann sie... Oh. Ja, sehr schön. Ich konnte da nicht mehr rumswitchen, mit was sie kombiniert werden soll. Ich stelle so ein Rohr oder sonst so ein Kram zu nehmen. Nein. Nee. Wir müssen es natürlich wieder kompliziert machen. Fließt natürlich kein Wasser lang. So. Dann gehen wir nach draußen und gucken, wo unsere andere Schwester ist. Wenn jetzt nicht bei meinem Glück beide erwacht sind, achso, das ist eine Superhose. Schwester liegt. Hose! Ja, um die Hose mache ich mir eigentlich überhaupt keine Sorgen. Weil die können nichts. Komm her. Komm her, du kannst nichts, du bist eine Hose. So, jetzt ist erstmal Ruhe. Aufzug funktioniert nicht. Raum ist zu. Ist auch zu. Ach Leute. Habt ihr es jetzt mal bald? Und da komme ich nicht ran, weil da so viele Matratzen im Weg sind. So. Ich meine, ist sehr offen. Wir haben ein rotes Speicherpapier, einen Gesundheitsdrink. Und ich denke, das Speicherpapier nutze ich doch gleich mal aus. Flash! So. Und ich denke, ich bin so dreist und use auch mal, falls irgendwas wieder schief geht, meine Schnellspeicherung. Wo war das? Auf F5? Ja, sehr gut. So. Oh, noch eine Superhose. Ich find's cool, wie die da steht. Na, komm her. Komm her. Du böse Hose. Böse Hose. So ist brav. Dass die Musik nicht aufgehört hat, macht mir gerade ein bisschen Sorgen. Aber was soll's. So. Ich wette, das Ding explodiert, wenn ich es anfasse. Was haben wir hier? Da steht was an der Wand. Luise, ich werde mich für immer um dich kümmern. Es ist mein Schicksal. Oh, wie süß. Was ist das? Ich will's haben. Das Ding ist ja wohl mal ganz blöd gesichert worden. Ah. Ah. Ach, komm schon. Das ist ja wohl der schlechteste Witz, den ich jemals gesehen habe. Mein Gott, ey, ganz toll. Das heißt, jetzt muss ich da erstmal irgendwas suchen. Hier bin ich, du blöde Hose. Ja, es ist keine Ruhe. Wieso kannst du die Matten da nicht wegschieben? Die Vollraum. So. Okay, ich jetzt nochmal alles durch hier. Na,
Nein, ich glaube, ich gehe jetzt mal. Nein, hier was nicht. Hier. Gucken, ob sie da noch liegt. Ja, sie liegt da noch. Wir reden einfach mal mit ihr. I'll be okay soon. Did you find Laura? Natürlich. Okay. Dann einfach mal einen dreisten Blick auf die Karte. So, ich brauche wahrscheinlich den Schlüssel. Jetzt habe ich irgendwas anderes gedrückt, das wollte ich jetzt nicht. Aber ich kann nichts mit was anderem benutzen. Das ist ganz blöd jetzt. Ich kann in den Duschraum. Dann war da noch irgendwas und ganz hinten. Ah ne, Quatsch, da war der Speicherpunkt. Ich war noch nicht im Dayroom drin. Da könnte ich auch mal versuchen. So, bitte sei offen. Ah! Verdammt! So. Sehr schön, da darf ich mal wieder auf die Karte gucken und gucken, ob ich irgendeinen Raum vergessen habe. Okay, im dritten Stock. Da habe ich so ziemlich alles abgesucht, was ich absuchen konnte. Im zweiten Stock habe ich auch alles abgesucht. Und im ersten, da habe ich auch alles abgesucht, was man absuchen konnte. So, ich hatte aber noch mehr Schlüssel Intus, ja. Ich habe Schlüssel gefressen. Ich bin ein Schlüsselfresser. Oh, dieser Sound im Hintergrund, der macht mich gerade ein bisschen wahnsinnig. Ey. So, was haben wir hier? Schlüssel, ein Auge wurde in Schlüssel graviert. Die Iris wurde mit einem Werbes eingelegt. Okay. Kannst du kombinieren? Kann ich die? Ja. Wieso kann ich nicht? Wieso kann ich da jetzt nicht weitergehen? Jetzt kombinieren mit dem hier. Kombinier den mit dem. Das ist ein scheiß Problem. Ich kombiniere irgendwas anderes. Ich kann die Sachen nicht kombinieren. Bin ich zu blöd zum Kombinieren? War ein Rotz. Schlüssel zum Dach des Büroflügels. Okay, also zum Dach kam ich ja sowieso nicht. Wieder blöd. Blödes Spiel. Wieso geht der? Achso, ne, ich hab's gar nicht versucht auf dem Dach. Oder? Doch, ich hab's wohl versucht, aber es ging nicht. Ah, fuck you. So, wir sind auf dem Dach. Schauen wir einfach mal. Da liegt etwas auf dem Boden. Ist das ein Tagebuch? Mal schauen, wer weiß. So. Ja. Wunderbar geschrieben in Blau, wie immer. So. 9. Mai. Regen. Den ganzen Tag aus dem Fenster gestarrt. Friedlich hier. Nichts zu tun. Darf immer noch nicht nach draußen. 10. Mai. Regnet immer noch. Sprach kurz mit dem Arzt. Hätten Sie mich gerettet, wenn ich keine Familie zu ernähren hätte? Ich weiß, dass ich erbärmlich bin. Schwach. Nicht jeder kann stark sein. 11. Mai. Wieder Regen. Die Mets haben mich heute krank gemacht. Wenn es mir nur unter Drogen besser geht, wer bin ich dann überhaupt? 12. Mai, wie immer Regen. Ich will niemanden mehr Ärger bereiten, aber ich bin so oder so eine Last. Kann es wirklich solch eine Sünde sein, zu rennen statt zu kämpfen? Einige werden das sagen, aber sie müssen nichts mit müssen nicht mein Leben leben. Das ist vielleicht egoistisch, aber so will ich es. So ist es zu schwer, es ist einfach zu schwer. 13. Mai, es ist schön draußen. Die Ärzte haben mir gesagt, dass ich entlassen bin, dass ich nach Hause gehen kann. Gehen muss ich. Okay. Hier hört das Tagebuch auf. Es gibt keine weiteren Einträge. Wie kommt das Tagebuch hier oben hin? Keine Sau fragt sich, was das hier für Monster sind, sondern wie Tagebücher und alles andere hier nach oben kommt. Oh nein! 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 Oh fuck.
Oh mein Gott, hab ich mich erschrocken, Alter. Oh mein Gott. Alter. Wo kam der denn plötzlich her? Dieser Hund hat mir übelsten Damage gemacht. Fuck me, ey. Krass, das reicht immer noch nicht so. Krass. Ich wusste, es war eine scheiß Idee, nach oben aufs Dach zu gehen, ey. Wo zum Teufel bin ich? Alter, mein Herz. Mein Herz. Ich bin im Special Treatment Room. Okay, cool. Ganz ruhig. Cool bleiben. Alter. Der blöde Haken, Alter. Nein, ich wollte das Ding an der Wand haben. Ne, ich geh jetzt nochmal raus. Die Gummizelle ist ja sehr schön. In einem speziellen Behandlungsraum. So, da steht etwas an der Wand. Wenn Joseph ruhig scheint, kann er aus seiner Zelle geholt werden. Was? Wenn Joseph ruhig scheint, kann er aus seiner... Ja, gut. Ich dachte, ich habe mich nur verlesen. Anscheinend nicht. Wieder ein Schock fürs Leben. So, was haben wir hier? Nur eine Gummizelle mit nichts, außer so ein bisschen Blut. Oh, da steht was an der Wand. Ah, aha, aha. Das ist eine Zahlenkombi. Dreh, dreh, dreh. Die Zahlen. Vergiss sie besser nicht. Also schreib, ich sehe hier auf. Den anderen meinen geheimen Namen. Ah, okay, dann, werde ich sie mir wohl irgendwie notieren. Obwohl, ich werde sie mir nicht notieren. Ich werde sie mir einfach auf, einfach in einem Part angucken. Notiert. Falls ich da bin und so. Dann würde ich sie halt später notieren. Wenn ihr versteht, was ich meine. Ich werde einfach meine Let's Plays als Hilfestellung nehmen. Ganz schön tricky, was? Okay, jetzt irgendwie wieder raus. So. Wo bin ich jetzt? Ich müsste eigentlich wieder am ersten Stock sein. Glaube ich. Nein, ich bin immer noch im dritten. Achso, der hat mich vom Dach runter gekickt. Okay, da werde ich mal nach Dings gucken. Dann werde ich mal nach der alten gucken, ob sie noch da ist. Nicht, dass Hagen sie verschleppt hat. Ah, okay, sie ist noch da. Und sie wird uns wahrscheinlich James, fragen, ob wir... I want to ask you something. What if... What if you can't find Mary? What will you do? I haven't thought about that. Ich schon. Da verprügel ich dich mit dieser Stange hier. Oh, hast du Glück gehabt. Okay, gut. Ja. Wir beenden den... Oh, da hinten an der Wand, da ist ein Tetris-Stein. Okay, wir beenden den Silent Hill Part genau hier, wo der angefangen hat. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich. Ich hoffe, ihr habt euch nicht zu allzu sehr erschrocken, so wie ich mich. Und, ja. Dann werden wir gucken, dass wir im nächsten Part die Kiste aufkriegen oder noch mehr Hinweise finden. Ich werde auf jeden Fall im nächsten Part aufs Dach klettern und gucken, ob Hagen da noch zu finden ist oder noch mehr Stuff. Also bis dahin, euer Sparrix. Tudeluhu.